Hi, ich bin hier oben in der Nähe der B500. Hinter mir liegen überall Trümmer rum. Die Trümmer lassen auf eine ehemalige Bunkeranlage schließen und ich mache jetzt einfach mal eine kurze Erkundung. Mal gucken, ob ich hier auf die Schnelle etwas finde. Es wird langsam auch schon dunkel, die Sonne steht recht tief und ich lasse mich jetzt einfach auch selbst mal überraschen. Ne? Ich wünsche euch viel Spaß und ja, kommt einfach mit, wenn ihr wollt. Mal gucken, was ich hier entdecke. Ne? Thank you.
So, ich halte mich mal eher an alte, ja, fast unbenutzte Waldwege. Das gibt es ja jede Menge. Allerdings muss ich auch zugeben, ich habe die Temperatur, das Gelände doch ein bisschen unterschätzt. Meine Füße werden langsam kalt und ich denke, ich werde hier zu späterer Zeit auf jeden Fall nochmals herkommen in Begleitung. So lässt sich das Gelände doch etwas auch effektiver absuchen. So, mal gucken. Einen kleinen Umweg mache ich noch. Aber ich habe Zweifel daran, dass ich die Bunkeranlage, das Hauptquartier Tannenberg, finde. So, landschaftlich, ja, wie soll man das sagen, Natur pur. Allerdings, ich glaube, dass hier auch ein Naturschutzgebiet ausgewiesen ist. Das wird mich einfach etwas zurückhalten, auch was das Verlassen der Wege angeht. Bis hierhin ging ein ehemaliger Weg, ein ausgedienter Weg. Bin jetzt ein Stückchen weiter gelaufen. Aber ich denke, ich werde auch hier wenig bis gar nichts finden. Bis auf die Trümmerstücke, die ich vorhin eingangs gesehen habe, habe ich bis jetzt noch nichts gefunden. So, ist auch wieder ein alter, der nahezu unbenutzter Waldweg. Man sieht es, ist mehr Wasser und Matsch hier als Weg. Aber einfach der Wind, die Sonne, die jetzt durch die Bäume hier reinscheint, ist doch ein Bild, wo ich sage, das war die Strapazen dieser, ja, aktuell erfolglosen Erkundung auf jeden Fall wert. Ja, von hier aus kann man auch die B500 erkennen, zumindest die Autos, die drauf fahren, hier vorbeifahren. Ein bisschen Fantasie, da kann man was sehen, ne? Aber ich denke, dass ich hier definitiv in die falsche Richtung gelaufen bin. Zu berücksichtigen auch, wenn man solche Touren macht, abseits der Strecke. Es ist definitiv unwegsames Gelände, es stehen überall auch Steine hervor. Das heißt, man kann stolpern, sich den Kopf anhauen, unter Umständen auch schwerer verletzen. Achtet einfach drauf, wo ihr hintretet. Gebt vielleicht auch jemand Bescheid, wo ihr unterwegs seid. Und dann wird es im Fall der Fälle einfacher sein, euch auch zu finden. Ja, und ich mache mich jetzt, wie gesagt, heute wohl ohne den erhofften Fund auf dem Weg zum Auto und werde ein anderes Mal hierhin zurückkehren.
die Suche hat sich doch noch gelohnt. Hier ist die Bunkeranlage. Mein Akku ist fast leer. Sollte mir der Akku nicht mehr ganz reichen, werde ich mir mit Bildern aushelfen. Aber eigentlich ein geniales Versteck für einen Bunker. Den findet man definitiv nur durch Zufall. So, auf geht's. So, die Wände, herrlich. Schade, dass die Anlage gesprengt wurde. Dass noch Teile der Anlage sichtbar sind. Ich hatte es etwas größer in Erinnerung. Ich denke, das sind die letzten Reste, die eben noch stehen gelassen wurde. Ich denke mal, dass es eher ein Munitionslager war oder ähnliches. Hier dürfte so eine Einfahrt gewesen sein oder Durchfahrt. Hier ging es dann wieder raus. Aber ich bin kein Bunker-Spezialist. Absolut nicht. So, hier gibt es auch überall Schächte. Gibt es übrigens auch hier im Wald. Wie tief das sind, kann ich nicht sagen. Aber ich denke, es ist nicht gut, wenn man dort hineinfällt und nicht mehr rauskommt. Ja, das sollten meines Wissens nach die Reste sein vom FAQ Tannenberg. Fahren wir kurz drumherum. Mal sehen, ob sich noch was findet. Aber ich denke, der Rest der Anlage wurde komplett gesprengt und dann dementsprechend auch über Erde. Es gibt hier überall Erdhügel, Erhebungen, die darauf schließen lassen, dass das alles zu der Anlage dazugehört hatte. Okay, für mich ist es Zeit, die Tour jetzt abzubrechen. Hab sie doch noch mit Erfolg beendet. Auch wenn Bilder jetzt etwas schief und verwackelt sind. Aber ich werde hier nochmals mit Freunden hochgehen und die Anlage von meinen Freunden suchen lassen, da ich ja jetzt inzwischen weiß, wo genau das sie ist. Ein bisschen Spaß muss auch dabei sein. Das heißt, die Daten, die ich hierzu hatte, inklusive Lageplan, stimmt mit dem Fund überein. So. Also kein Mensch würde hier eine Bunkeranlage vermuten. Das ist einfach nur ein Wald. Weiter geht's. Der Akku schwankt zwischen 2 Minuten und 15 Minuten. Es könnte auch daran liegen, dass es relativ kalt ist. Jawohl, das ist die Rückseite. Geht an Treppen hinunter. So, mal gucken, was ich da unten noch entdecke. Das ist der Teil, der definitiv gesprengt wurde.
schade um diesen Bunker. So, Lüftungsschächte. Ich habe jetzt auch keine Ahnung, um welchen Regelbau es sich handelt. Oh, ich hole jetzt mal meine Stirnlampe raus und dann will ich hier nochmal kurz etwas einleuchten. So, man sieht hier die Gewalt, die Wucht der Sprengung. Dieser eine Felsklotz oder der eine Brunnen, den ich vorhin eingangs des Videos schon gezeigt habe, da liegt gut und gern 200-300 Meter von der eigentlichen Anlage entfernt. Und man sieht hier, das war nicht zu unterschätzen, diese Anlage. Armierungseisen, Stahlbeton, auch Lüftungsschächte. Ich weiß nicht, was hier noch dahinter ist, ob hier noch Räume vorhanden sind, ob sie verfüllt wurden oder was hier passiert ist. Kann ich leider keine Auskunft dazu geben. Eine alte Pepsi-Dose, darunter klettern werde ich nicht. Und da haben sich auch Tropfsteine gebildet. Ja, das überlasse ich der Natur. Ein bisschen reingucken noch. Oh, da ist nichts mehr. Man sieht hier auch Versinderungen schon teilweise. So, was man hier sieht, was hier so eingefallen ist, das war im Prinzip die komplette Decke. Es wurde alles gesprengt und dann entsprechend so Bunker sich zusammengefunden. So stelle ich mir das jetzt einfach mal vor. Ja, Respekt. Natürlich, die Natur holt sich zurück, was sie einst genommen wurde. Aber ich finde es faszinierend. Es ist mein erster Bunker, den ich so gesucht und auch gefunden habe. Ja. Also ich für meinen Teil bin definitiv zufrieden. So, laufen wir hier über die Decke. Das ist ein großer Raum da. Weder rein aus. Tolle Stolperfalle. Ja, da wird sich mein Vater freuen, wenn ich ihn hierher bringe. Und das Ganze selbst mal begutachten kann. Hier überall Armierungseisen, also wie er ausrutscht, stolpert, reinfällt. Von den entsprechenden Verletzungen rechnen. Also, solche Anlagen sind absolut, man sieht das hier, stehen senkrecht aus dem Boden heraus. Da sind schwere Verletzungen auf jeden Fall vorausprogrammiert, wenn man sich hier nicht mit äußerster Vorsicht bewegt. Schaue ich mir noch das Ganze von oben an. Aber ich für meinen Teil bin absolut beeindruckt. Ich lasse die Zähne hier auch weitgehend ungeschnitten. Hier und da verplappere ich mich mal ein bisschen oder habe sich sicherlich mal undeutlich gesprochen, wie auch immer. Aber ich denke, ja, diese Bilder sind es einfach wert. Schön gezeigt und auch gehört zu werden. So, aufwärts geht's.
natürlich auch hier, ja, das hat in Natur gar nichts zu suchen hier wieder, das Armierungseisen. Also wirklich mit Vorsicht zu genießen hier. Sehr, sehr, sehr gefährlich. So. Ich denke mal, ja, man kann von hier die Ausmaße der Anlage erkennen. B500 in Sichtweite. Und trotzdem fuhr ich jahrelang an dieser Anlage vorbei, ohne zu wissen, was sich hier verbirgt. Und als ich wusste, wo die Anlage ist, trotz intensiven Guckens vom Auto aus, von der Straße aus, habe ich nie Hinweise darauf gefunden, wo die Anlage denn steht oder was davon noch übrig geblieben ist. So, ich werde meine Suche für heute beenden. Ich denke mal, das dürfte ein Großteil sein, das hier noch zu sehen ist. Ich werde später nochmals herkommen, dann explizite Aufnahme dieser Anlage zur Verfügung stellen. Aber wie gesagt, da bin ich dann definitiv nicht allein unterwegs, weil mir doch meine Sicherheit auch und auch ja, meine Gesundheit wichtiger sind als der Enthusiasmus hier, ja, Vergessenes wieder zu entdecken. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser kleinen Exkursion und freue mich natürlich auch, wenn ihr von Zeit zu Zeit auf meinem Kanal reinschaut oder auch natürlich, wenn ihr ein Abo da lasst, dann kriegt ihr direkt mit, ob es bei mir ein neues gibt oder nicht. So, in dem Sinn verabschiede ich mich mit ein paar Impressionen. Einmal einen Rundumblick. Schnell an der Straße vorbei, ja, wobei das über den Standort des Bunkers gar nichts aussagt. Man muss wirklich wissen, wo er steht. In diesem Sinne, euch allen eine schöne Zeit da draußen und würde mich freuen, den einen oder anderen auch mal ja, persönlich zu treffen, kennenzulernen, vielleicht auch mal die eine oder andere Unternehmung, Exkursion oder einfach nur eine Wanderung gemeinsam zu gestalten.